begrüße jetzt ganz herzlich bei mir auf dem roten Sofa Anna-Katharina Hahn, die dieses Jahr für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert war mit ihrem Roman Am Schwarzen Berg. Anna-Katharina Hahn ist bei Stuttgart geboren, hat dann einen kurzen Abstecher unter anderem in Hamburg gemacht. Einen langen Abstecher in Hamburg gemacht, genau dort studiert und gearbeitet und lebt jetzt wieder in Stuttgart, wo auch ihr Roman spielt, der von der Buchmesse-Jury als gnadenlose Milieustudie betitelt wurde. Frau Hahn, herzlich willkommen erstmal. Ja, danke für die Einladung. Genau, Sie waren für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert, wurden auch als Favoriten gehandelt. In der Welt habe ich das zum Beispiel gelesen. Bekommen hat ihn nun Wolfgang Herrndorf. Wie war denn die Preisverleihung für Sie? Ja, es war schon furchtbar aufregend, auch mit der Uhr. Und es wäre ja auch gelogen zu sagen, dass ich nicht auch ein bisschen enttäuscht war hinterher. Ich hatte sehr gute Rezensionen und dann macht man sich so ein bisschen Hoffnung und im Kopf läuft so ein Film, dass man nach vorne geht. Aber es ist jetzt halt, es kann nur einen Sieger geben und für das Buch war die Nominierung klasse. Also es ist irgendwie in aller Munde und das hat mich wahnsinnig gefreut. Bin ich jetzt trotzdem auch sehr zufrieden, auch wie die Messe läuft. Und es läuft trotzdem gut. Und die Enttäuschung ist verkraftet. Das freut mich auf jeden Fall. Ich habe ja vorhin schon gesagt, Sie haben einen langen Abstecher in Hamburg gemacht, dort im Bibelarchiv gearbeitet, in der Universitätsbibliothek. Wie sind Sie denn dann zur Belletristik gekommen? Also ich habe eigentlich schon als Kind geschrieben und als Teenager schon einen kleinen Literaturpreis gewonnen, aber ich habe mich nie so recht getraut, auch dass das ein Beruf sein kann. Das ist ja brotlose Kunst. Nicht so einfach dann zu sagen, ja, davon willst du jetzt leben, das willst du jetzt machen. Und dann habe ich auch während des Studiums, ich hatte mich auf mittelalterliche Literatur spezialisiert, immer im Computer so zwei Dateien gehabt, eine für die Bibelübersetzung, vorlutherische Bibelübersetzung, Mittelalterstudien und eine für Kurzgeschichten und habe dann höchstens Freunden mal was gegeben. Die haben dann gesagt, ja, könntest da ja mehr draus machen. Und habe ich in Hamburg so einen Literaturförderpreis auch gewonnen und dann kam ich zu meinem ersten Verlag, einem kleinen Hamburger Verlag, der Achilla Presse, und von dort irgendwann zu Suhrkamp und war dort erst im Taschenbuch. Also mein Weg ist sehr lang und krumm gewesen. Ich habe auch lange so in diesem akademischen Proletariat gelebt und mich nicht so richtig getraut zu sagen, ja, jetzt du bist Schriftstellerin, aber das ist man halt doch irgendwie und irgendwann kommt es raus. Die Freunde waren dann sozusagen der ausschlaggebende Punkt. Und mein Mann auch voll. Ja. Schon ihr Roman, Kürzere Tage, spielt ja, ihr erster Roman spielt in Stuttgart. Welche Rolle spielt denn Stuttgart für ihr literarisches Schaffen? Also die Stadt ist ja nun sehr präsent, also sowohl im ersten als auch im zweiten Roman. Ja, Stuttgart ist ja so ein bisschen ein literarischer Unort, also so wird auch immer wieder gesagt, wie kann man darüber schreiben, und für mich ist es halt wichtig, weil es einerseits so dieser weiße Fleck auf der Landkarte ist, es macht einfach Spaß, den so als Revier zu markieren, und es ist halt auch meine Heimat, der Ort meiner Kindheit, und jeder Schriftsteller schöpft aus sich selbst, er benutzt sich selbst als Steinbruch für die meisten Geschichten, und insofern nehme ich da natürlich auch sehr viel, habe ich sehr viel Quellgrund aus diesem Gebiet. Haben Stuttgart und Hamburg da Gemeinsamkeiten in der Lebensart der Menschen, diese Gesetztheit oder so? Also das sind komplett unterschiedliche Städte, kann man nicht vergleichen. Ich würde mich auch mit Hamburg nicht trauen, so umzugehen wie mit Stuttgart, weil es mir halt trotz der langen Zeit, die ich dort gelebt habe, nicht so vertraut ist, dass ich da jetzt so frech daran rumhantieren könnte, wie ich das mit Stuttgart tue. Ja, weil Sie es wie Ihre Westentasche kennen. Ja, und eben auch diese Vertrautheit da ist, die wahrscheinlich nur geht, wenn man aus einem Ort kommt. Ja, im Klappentext zum Am Schwarzen Berg steht, dass Emil Peter in einen Kosmos der schwäbischen Gelehrsamkeit zieht. Leben denn die Figuren auch von einer schwäbischen Mentalität oder gibt es sowas überhaupt?
Das finde ich immer schwierig, so mit den, man braucht Schubladen, aber ja. Letzten Endes ist Literatur ja auch dann so da, um dieses Schubladendenken zu sprengen. Und Emil und Peter, das sind ja die, mit die Hauptfiguren dieses Buches, das sind Wahlverwandte. Also Peter ist ja der Nachbarssohn von Emil und wird quasi von ihm adoptiert und er infiziert ihn mit dem Literaturvirus, vor allem mit Mörike, was eben die zweite Ebene dieses Buches auch ist, dass die von Literatur besessen sind und auch sich auf die Jagd nach einem Werken Mörikes begeben, die ich alle erfunden habe, die es nicht gibt, auf den Spuren eines fiktiven Biografen Weinsteiger und die sind schon in diesem großen literarischen Kosmos der süddeutschen Landschaft, in der Stuttgart auch liegt, drin, da kommen ja auch Hauff vor und Hermann Lenz und vor allem Mörike und es hat auch sehr viel Spaß gemacht, da mit zu spielen, mit diesen doch großen literarischen Vätern, die da herumgeistern und sich dann neue Dinge dazu auszudenken. Ja, jetzt sind wir gerade schon bei Mörike, also am Schwarzen Berg ist ja auch sozusagen eine Gedichtzeile Mörikes und warum Mörike? Welche Rolle spielt der in dem Roman? Ja, er ist sozusagen der Schutzpatron, der über dem Ganzen seine Flügel ausbreitet und seine Lyrik durchwebt, das ganze Buch und ist auch so eine Art Ersatzreligion für die Figuren. Da kommen ja auch die anderen Hauptfigur Veronika, Emils Frau, ist Bibliothekarin und es gibt sehr viele literaturbesessene Menschen da und Mörike ist ja nun auch wirklich ein großartiger Lyriker, der kann einen ja nur begeistern und deswegen dachte ich, auch weil ich selbst von ihm schon so sehr früh infiziert war, der muss da rein, der muss es sein. Ja, also das heißt, Sie sind auch definitiv Mörike Verehrerin? Absolut, ja. Fällt auch nicht schwer. Okay, genau, Sie haben dann schon einen zweiten Schriftsteller angesprochen, der auch in dem Buch mit vorkommt, Hermann Lenz. Und der wird ja in einem Zug quasi mit Mörike als Leistungsverweigerer auch bezeichnet. Und die leistungsverweigernde Figur im Roman ist ja Peter. Genau, der eigentlich dem Leser, so habe ich das empfunden, ein ziemliches Geheimnis bleibt, weil man alles, was man über ihn erfährt, erfährt man von den anderen Figuren. Und er verliert für mich dann auch so ein bisschen, er wird so ein bisschen zu einer romantischen oder idealistischen Figur. Soll er das denn auch sein? Ja, es ist ja ein alter Trick irgendwie, jemanden nicht so ganz zu erklären und immer durch die Augen der anderen Figuren zu spiegeln. Und Peter und sein Ziehvater Emil, die sind ja beide in dieser Mörike-Deutung gefangen, die Hermann Lenz ja schon vorgegeben hat. Also Mörike ist der Aussteiger, der versucht, dem bürgerlichen Leben zu entrinnen und ins Künstlertum zu fliehen. Die beiden sind aber selbst keine Künstler, sie sind höchstens Leute, die ihren Sinn eben nicht in diesem Existenzmuster Geld verdienen, Geld ausgeben, konsumieren und arbeiten, Fernsehen, schlafen sehen, sondern die eben noch nach was Höherem streben und ihre Religion ist die Literatur und Mörike ihr Schutzpatron. Ja, also schon auch, ist schon eine Idealfigur irgendwie. Ja, schon irgendwie ein Romantiker. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite scheitert Peter ja auch mit und die anderen sind alles Kippfiguren, die voller Sehnsucht sind und in ihrem Leben auch alle mit Ecken und Kanten sind, nicht gut klarkommen. Es wird viel getrunken, wird immer gesagt. Ja, ja, genau, also, viel geraucht ja, und viel getrunken. Und diese Sehnsucht haben alle und ich denke, das ist auch diese Lebensunsicherheit, die wir wahrscheinlich alle verspüren, dass wir nicht auf festem Grund stehen und es gibt eben nicht die Religion als Trost. Ich denke, spätestens seit dem Ersten Weltkrieg und dieser Auflösung der religiösen Trostlandschaft gibt es kaum eine Möglichkeit und wie Nietzsche schon gesagt hat, Kunst ist die letzte metaphysische Tätigkeit, haben diese Figuren alle auch den Wunsch, die Sehnsucht, irgendwie ein bisschen mehr Sinn in ihr Leben zu bringen und dafür ist dann die Literatur ihr Hilfsmittel. Okay, die Literatur als neue Religion sozusagen. Jetzt haben wir ja gerade schon angesprochen, dass die Figuren eigentlich alle scheitern, mehr oder weniger, egal ob nun Leistungsverweigerer oder nach Leistung strebend. Ist dann der Roman auch sowas wie eine Absage an eine Gesellschaft, die so an Materialismus und Leistung orientiert ist?
ich denke schon, dass der Roman das kritisiert, aber die Figuren scheitern ja nicht so in dem Sinne, dass alles, was sie machen, Mist ist, sondern sie haben halt ihre Schwierigkeiten, in dieser Welt zu bestehen. Und das ist, was ich zeigen wollte, aber es ist auf keinen Fall ein Buch, was gänzliche Hoffnungslosigkeit verbreiten soll. Es zeigt halt, dass es einfach schwierig ist, das Leben. Ja, ja. Jetzt habe ich Ihren Roman ja am Anfang einfach so, also die Buchmesse-Jury quasi zitiert und einfach so als Milieustudie angekündigt. Wie fühlen Sie sich denn mit dieser Zuschreibung? Weil ich hatte so den Eindruck, es gibt eigentlich viele verschiedene Figuren, die aus ganz unterschiedlichen Milieus kommen. Also schon, genau, und die auch in ganz unterschiedlichen Milieus leben. Und ja, wie fühlen Sie sich mit der Zuschreibung? Ja, wie wir vorhin schon sagten, Schubladen sind schwierig und mir ist Milieustudie auch ein bisschen zu wenig, aber man muss ja als Jury das auch immer irgendwie kurz und knapp fassen. Und ich würde eher sagen, dass der Roman lauter Liebesgeschichten erzählt und dass es vor allem in dem Roman darum geht, wie schrecklich es ist, wenn Liebe scheitert und wie schwer es ist, den Verlust des geliebten Wesens und das ins Unglück rennen von jemandem, den man wirklich liebt, zu betrachten. Da gibt es ja die Liebe zwischen Emil und Peter, die jenseits des Erotischen einfach eine Vater-Sohn-Beziehung ist. Es gibt die Liebe zwischen diesen verschiedenen Ehepaaren. Es gibt die Liebe zwischen Peter und seiner Frau, zwischen ihm und seinen Kindern. Und das halte ich eigentlich mit dieser ganzen Mörike-Geschichte zusammen, über die wir eben schon gesprochen haben, für die Hauptlinien des Buches. Und ja, ich gucke schon gerne hin und es interessiert mich, wo Menschen herkommen, weil wir schon alle doch sehr geprägt sind von unserer Herkunft. Insofern sind Milieus mir wichtig, aber nicht ausschließlich. Ja. Ja, es geht viel um Liebe, aber es gibt auch viele Affären. Es gibt auch viele Affären und Emil ist ja irgendwie, schildert auch oft erotische Szenen oder Vorstellungen. Also das ist ja so ganz gnadenlos. Ist das so der Gegenpol zur... Ja, ich weiß nicht, Veronika und Emil leben ja in einer langen Ehe und ich finde, das ist auch eine gute Ehe. Und Alexandre Dumas hat mal gesagt, dass die Ketten der Ehe sind so schwer zu tragen, dass es zwei Leute braucht, mitunter auch drei. Und ich finde, das ist ein ganz guter Ausspruch, um das zu beschreiben. Und es ist ja auch die Realität bei vielen Paaren. Ja, ja. Kommen wir jetzt zu was, was im Roman so mehr oder weniger durch die Hintertür kommt, also Stuttgart 21, was ja auch nicht so betitelt wird, sondern einfach nur beschrieben wird, wie Peter sich da aufhält in dem Schlossgarten und Baumhäuser mitbaut und den Protest sozusagen mit unterstützt. Wie haben Sie denn Stuttgart 21 erlebt? Mir kam das so ein bisschen, im Buch so ein bisschen vor wie ein großes Woodstock-Festival und eher weniger wie der Wutbürger, der auf die Straße geht. Eine Sache hat ja immer mehr als ein Gesicht und ja. bei mir war es so, ich habe das ja als Schriftstellerin benutzt, diese Bewegung, und habe eine Seite an ihr ins Buch eingebaut, die für Journalisten, Soziologen, für politischen Kommentar wahrscheinlich nicht so sichtbar war, diese romantische Sehnsucht und diesen quasi religiösen Charakter, den sie für viele Leute hatte. Und ich war eigentlich dabei, an meinem Peter rumzufeilen und zu schreiben, und dann begannen die Proteste. Und ich bin natürlich viel spazieren gegangen, das mache ich sowieso die ganze Zeit, und habe dann da im Schlossgarten das alles beobachtet und habe gedacht, meine Güte, das wäre doch was, um Peter noch zu charakterisieren und auch etwas über diese Geschichte, diese Protestbewegung zu schreiben, jenseits jetzt des politischen Kommentars. Etwas, was eben der Schriftsteller sieht und was dem was nicht in der Zeitung steht. Also einfach nur das als Ort zu nehmen und gar nicht irgendwie politisch zu kommentieren. Also weil das haben Sie ja eigentlich auch nicht. Ja, es war einfach zu, es gibt ja in vielen Massenbewegungen auch diesen sehnsuchtsvollen Kern, dass man für etwas zusammenkämpft, was man für das Gute hält, dass man sich in einer Gemeinschaft aufgehoben fühlt, in einer Gemeinschaft von Gleichgesinnten und Trostsuche betreibt. Und das ist für mich immer sehr interessant. Das habe ich ja auch in meinem letzten Roman, Da kürzere Tage, bei diesen Müttern, die sich der Anthroposophie hingeben als Ersatzreligion, geschildert. Also was benutzen Menschen,
um Trost zu finden und ihren Lebenssinn zu suchen. Und das habe ich da halt auch gesehen und gespürt, wenn ich mich da aufgehalten habe. Also sind sozusagen die Proteste im Schlossgarten gegen die Abholzung der Bäume schon irgendwie eine romantische Sehnsucht nach etwas, was nicht mehr sein wird oder vielleicht niemals war? Also jenseits dieses ganzen großen basisdemokratischen Impulses, den die Bewegung ja hatte, gibt es natürlich auch diese Seite der, von Stuttgart 21 Protest. Also das konnte man schon sehen, auch an den geschmückten Bäumen, den Kerzen, die da überall brannten und auch an der Art, wie die Menschen eben sich da gebärdet und gefühlt haben. Ich hab da schon den Eindruck, dass das ein wesentlicher Aspekt auch war. Ja, bleiben wir noch kurz bei der Romantik und bei der Sehnsucht. In dem Roman tauchen ja auch Figuren auf, also Obdachlose, die zu Viktoria in die Stadtbibliothek... Veronika. Viktoria, Entschuldigung. in die Bibliothek kommen und dort Gedichtzeilen für die Besucher hinterlassen und auch Mörike zitieren gegen Ende des Romans. Ich hatte das Gefühl, dass das das Leben der Obdachlosen irgendwie romantisiert. Ist das so? Sieht man das dann zu einseitig? Also ich habe ja einen Großteil meines Lebens in Bibliotheken verbracht und habe natürlich ist in der Stuttgarter Stadtbücherei, die ich da so als Sehnsuchtsort beschreibe, nicht diese Menge von Obdachlosen, wie sie im Roman vorkommen. Aber ich habe in der Tat auch viele dieser Leute, die ich da beschrieben habe, stammen aus meiner Hamburger Zeit. Und da waren wirklich, ich habe ja vorhin schon von diesem akademischen Proletariat gesprochen, hochgebildete Menschen. Und dieser Mann, der Zettelchen geschrieben hat und Gedichte auswendig konnte, den gab es da wirklich. Also es ist nicht so, da gibt es auch literaturbegeisterte Leute, die auf der Straße leben. Und ich habe in meinem eigenen Umfeld, also von meinen Kommilitonen auch einige Leute erlebt, die wirklich abgestürzt sind und die trotzdem hochgebildet waren und ihre Liebe zur Literatur auch nicht verloren haben. Also ich denke, das ist genau wie jetzt in unserem bürgerlichen Milieu oder akademischen, in dem wir uns jetzt befinden, dass es alle möglichen Sorten von Menschen gibt, auch welche, die Literatur lieben. Und ich hatte also nicht den Eindruck, dass ich das romantisiere, sondern wirklich auch aus diesem großen Bibliothekserfahrungsschatz, den ich da hatte, geschöpft habe. Auch weil mir das immer aufgefallen ist, dass die öffentlichen Bibliotheken auch einen Schutzraum bilden für Menschen, die auf der Straße leben, die da den ganzen Tag dann sich aufhalten, lesen, Kaffee trinken und auch schreiben und irgendwelche Projekte bearbeiten, egal wie ihr Leben sonst aussieht und wo sie dann hingehen, wenn die Bibliothek abends schließt. Ja. Das hat mich immer sehr beeindruckt, in der Konsequenz auch. Ja, also die Bibliothek auch als Zufluchtsort, einfach für literaturliebende Menschen. Kommen wir noch kurz zur Sprache, die ich, das bestimmt auch schon oft gesagt wurde, aber trotzdem als sehr schonungslos empfunden habe. Man hat immer das Gefühl, also es geht um, man erfährt, wie die Leute schwitzen, wie die husten, wie sie feuchte Hände haben, und ich hatte immer das Gefühl, ich bin da auch mit dabei, so wie sie feuchte Hände haben. Und man ist auch nicht nur bei den psychischen, sondern bei den physischen Prozessen ganz nah dran. Wie empfinden Sie das beim Schreiben? Tut das nicht auch manchmal weh? Ja, wenn es nicht weh tut, einem selbst ist es auch nicht gut, dann stimmt irgendwas nicht. Also auf alle Fälle. Aber es ist ja auch ganz wichtig als Autor, dass man eine Illusion erzeugt, weil es nicht möglich ist, die Wirklichkeit überhaupt zu beschreiben. Da wird man ja verrückt, wenn man jedes Detail abschreibt sozusagen. Das funktioniert sowieso nicht. Deswegen ist Realismus ja auch Blödsinn als Schublade. Aber die Erzeugung einer Illusion für den Leser, der sich dann so fühlt wie Sie, die gelingt nur, wenn man eben ein paar gute Details herausfindet und möglicherweise auch solche, auf die andere nicht achten. Dass man es schafft, die Welt durch die Augen eines anderen sichtbar zu lassen und den reinzuziehen in das Buch. Und wenn das gelungen ist, dann ist das das größte Kompliment, was man einem Autor machen kann.
Ja, das war eigentlich ein schönes Schlusswort. Ob das jetzt gelingt, Sie hineinzuziehen, das können wir ja kurz sozusagen probieren. Woraus werden Sie, welche Stelle werden Sie lesen? Wie lange habe ich denn Zeit? Naja, noch so 10 Minuten, würde ich sagen. Dann würde ich einfach aus dem Anfang vorlesen. Da lernen wir Emil und Peter kennen und einfach einen Einstieg in das Buch. Okay. Es war noch früh und doch schon sehr warm, als Emil Bub an den Rand seines Balkons trat. In der Einfahrt des Nachbargrundstücks hob ein Mann einen schlammverschmierten Glasbehälter aus einem rostigen Fiat. Beim Bücken rutschte ihm das T-Shirt aus den Jeans, gab einen breiten, blassen Hautstreifen frei, übersät mit entzündeten Eiterpusteln. Ihr wildes Erdbeerrot wechselte sich mit dem bläulichbraun der heilenden Stellen ab. Der Mann ging leicht in die Knie, presste seine Last gegen die Brust und lief langsam auf die geöffnete Haustür zu. Seine Flipflops klatschten bei jedem Schritt gegen die nackten Fußsohlen. Die Sonne schien in den schmutzigen Glasquader. Auf seinem Grund lagen mehrere wassergefüllte Gefrierbeutel. Unter ihrer zitternden Plastikhaut schossen dunkle Schatten hin und her. Erst jetzt wurde Emil klar, dass es Peter war, der Sohn seiner Nachbarn, der das leere Aquarium schleppte. Peter bemerkte Emil nicht, stieß mit der Schulter gegen die Tür, drehte sich dabei ein wenig zur Seite und schob sich durch den Spalt. Emil sah sein kurzes, filziges Bartgestrüpp, die schmale Nase, seine hohe, blasse Stirn und die halbgeschlossenen Augen. Die Tür fiel hinter Peter ins Schloss. Auf dem schwarzen Holz wackelte ein mit blauen Schleifen geschmückter Weidenkranz an seinem Haken. Emil umklammerte das Geländer mit beiden Händen, fühlte den brüchigen Lack. Immer, wenn er Peter traf, sah er ihn als kleinen Jungen, der auf ihn zuflog, für den er in die Knie gehen musste, damit er sich nicht an seiner Gürtelschnalle verletzte, wenn er sich mit knochigem Schwung an ihn presste, um schließlich hochgehoben zu werden. Kaum 25 Kilo, die gerippte Zartheit der Korthosenbeine, das sehnige Zappeln, der leuchtend gelbe Kaugummigeruch. Das glatte Gesicht von dunkelblondem Haar verhangen, sein Geflüster in Emils Ohr. Buckelköpfe sind die besten Fische. Die sehen aus wie böse Männer. Klasse, Emil. Emil verharrte am Rand seines Balkons. Im Kofferraum des Fiat lagen schmutzige Baumwollbeutel, vollgestopfte Plastiktüten und eine schwarze Reisetasche aus Nylon, die er Peter vor Jahren für einen Türkeiurlaub geliehen hatte. Der silberne Daimler von Peters Vater war verschwunden. Hajo war meistens schon vor 7 Uhr auf dem Weg in seine Praxis. In der Küche pfiff der Wasserkessel. Emil eilte hinein, fast dankbar dafür, seinen Posten verlassen zu müssen. Mit einem wattierten Ofenhandschuh riss er die Tülle ab, damit seine Frau nicht geweckt wurde, goss das kochende Wasser in den Porzellanfilter und sah zu, wie das Kaffeepulver im hellbraunen Papier moorig aufwallte. Auf einem Tablett stand das Geschirr, das er gleich nach dem Aufwachen zurechtgestellt hatte, um draußen den Frühstückstisch zu decken. Die Sommerferien dauerten schon eine Weile. Trotzdem war Emil wie gewohnt bei Sonnenaufgang wach geworden. Ihm war übel gewesen und seine Knie hatten gezittert, als er barfuß in die Küche geschlichen war. Zwischen den Einbauschränken roch es nach sonnenwarmem Linoleum und Brot. Als er sich über die Spüle beugte, um einen Schluck aus dem Hahn zu trinken, sah er sein Gesicht im Chrom der Armatur, eine winzige, verzerrte Faschingsmaske, von der er sich schnell abwandte. Emil war ein sehniger Mann mit schlechter Haltung, großnasig, großäugig, im eigenen Körper zu Hause wie in einem ehemals eleganten Anzug. Erblickte er sich nackt im Spiegel, erschrak er manchmal über den alten Kerl. Seinen Kopf fand er noch am besten, mit dem vollen Haar, das in einer grauen Tolle in die Stirn hing. Emil wusste, dass seine Schüler ihn wegen dieser Frisur, seiner zarten Gestalt und einer Vorliebe für pastellfarbene Pullover manchmal das Büble nannten. Er unterrichtete Deutsch und Geschichte an einem Stuttgarter Gymnasium. Bis zur Pensionierung fehlte ihm noch ein Jahr. Er trug das Tablett auf den Balkon und setzte es auf dem taufeuchten Oval des Tisches ab. In Veronikas Blumenkästen summten ein paar Bienen. Die struppigen Lavendelbüsche boten ausreichend Schutz, um noch einen verstohlenen Blick nach drüben zu werfen. Die Tür war geschlossen. Emil verteilte Teller und Tassen. Beim Hinstellen bemühte er sich, nicht zu klappern.
Am Vorabend hatten Veronika und er hier draußen Cognac getrunken. Er wusste nicht mehr, ob sie die ganze Flasche geleert hatten, erinnerte sich aber an den starken Duft des Geißblatts, das an der Dachrinne hochrankte, an die weit heraushängenden rosa Blütenzungen. Als es dämmerte, hatten sie sich ins Wohnzimmer gesetzt und die Fenster geöffnet. Draußen flogen Fledermäuse als schwarze Umrisse vorüber. Veronika blieb wortkarg, die Hitze machte ihr zu schaffen. Kurz vor dem Schlafengehen lehnte sie sich mit ihrer letzten Zigarette an das Balkongeländer. Lavendelblüten streiften ihr nachtcremeglänzendes Gesicht, während sie sich über die umgedrehten Schraubgläser lustig machte, die Peters Mutter Carla zum Abkühlen auf die Fensterbank gestellt hatte. Der helle Schein aus der Küche der Nachbarn beleuchtete dunkelbraunes Zwetschgenmus, rubinrotes Träubles-Gelee. Ach, Mutti ist wieder am Kochen. Die Bubs hatten sich beide gefragt, wann Peter, seine Freundin Mia und ihre kleinen Söhne Ivo und Jörn wieder nach Burghalde in sein Elternhaus am Schwarzen Berg kommen würden. Ihr letzter Besuch nebenan lag schon länger zurück. Von Carla und Hajo kamen auf Emils Nachfrage die üblichen Ausflüchte, meistens über die Hecke hinweg. Ach, sicher ist alles bestens. Wir haben auch nichts gehört. Wir können nicht immer hinter ihnen her telefonieren. Da macht man sich keine Freunde. Es sind schließlich erwachsene Menschen. Veronika war sich sicher, dass sie zu einem spontanen Urlaub aufgebrochen waren. Peter hat sein Handy abgestellt, er hasst es doch, ständig erreichbar zu sein. Emil ging zurück in die Küche, spuckte einen Speichelklumpen in den Ausguss, spülte ihn weg und öffnete den Kühlschrank, um eine Dose Kondensmilch herauszunehmen. Verschiedene Spirituosen präsentierten ihre beschlagenen Bäuche in der Tür, Wodka und öliger Aquavit. Der saure Luftschwall, das künstliche Goldlicht und die Kälte ließen Emil würgen. Er hustete, doch es kam so gut wie nichts hoch. Ein bisschen Galle, das zwischen zwei Lagen Zeba passte. Danach fühlte er sich besser. Er lief ins Wohnzimmer und betrachtete das Aquarium zwischen den Bücherregalen. Das Licht war noch nicht angegangen, der Filter plätscherte und bewegte die breiten Blätter der Wasserpflanzen im Halbdunkel. Die Fische dümpelten träge. An der Scheibe klebten mehrere Antennenwälze. Außer Wälzen und Schwertträgern gab es bei Emil noch Neons und ein schwarz gestreiftes Paar Prachtschmerlen, die sich meist unter einer Kokosnussschale versteckten. Kompliziertere Gesellen wie Buckelköpfe oder Skalare hielt er seit Peters Auszug nicht mehr. Wenn kein begeistertes Kind täglich mehrfach hereinschlüpfte, um durch das zarte Stoffgitter des Zuchtbeckens nach den fingernagelgroßen Jungfischen zu linsen, lohnte sich die Mühe nicht. Dankeschön. Das war Anna-Katharina Hahn. Vielen Dank mit ihrem Roman Am Schwarzen Berg. Und bei uns geht es jetzt gleich weiter auf dem roten Sofa mit Laura Perschon im Interview mit Katharina Bendixen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag auf der Messe. Vielen Dank.